Ja, moin Leute und willkommen zu endlich mal wieder einem neuen Video von mir. Und heute gibt es mal wieder ein Video mit Tiggi und zwar auf dem Stoppelfeld. Ich kann ihn ja leider nicht mehr auf dem Stoppelfeld reiten, auch wenn ich das gerne tun würde. Aber dafür habe ich ihn jetzt gestern auf dem Stoppelfeld longiert und zeige euch da jetzt ein paar Einblicke. Und vorneweg, auch ich bin kein Profi und auch ich muss noch viel lernen. Und ja, Tiggi ist auch nicht immer ein ganz einfaches Pferd, gerade wenn es ums Longieren geht. Ja, also vor noch ein paar Monaten oder so wäre das überhaupt nicht denkbar gewesen, dass ich ihn auf dem Stoppelfeld longiere, weil er mir da immer abgehauen wäre. Also bedenkt das bitte und ja, jetzt können wir aber starten. Wir haben uns natürlich zuvor im Schritt schon warm gemacht und sind dann jetzt hier getrabt. Also wir sind quasi zu dem Stoppelfeld hingelaufen und sind dort auch noch ein paar Runden Schritt gegangen. Aber ja, das habe ich jetzt nicht gefilmt, weil ich denke, das ist eh immer nur dasselbe und ein bisschen langweilig auf Dauer. Ja, da sind wir dann das erste Mal getrabt und hier läuft er auch sehr, sehr schön. Ja, da ist er mal aus Versehen gestolpert, aber ja, das ist ja auch nicht schlimm. Und ja, ich lobe ihn immer sehr dafür, wenn er seinen Kopf so runter tut, weil er sich dann schön, so wie hier, schön dehnt. Und er weiß auch, dass er eigentlich auch so laufen soll und so läuft er auch schön. Und so habe ich das auch immer ganz gerne. Und bevor ich irgendwas mache, versuche ich erstmal ihn so hinzukriegen, dass er den Kopf runternimmt. Ja, da wollte er zu meinem Freund, der das Ganze gefilmt hat. Ja, und das mache ich dann eben eigentlich immer so, dass ich erstmal gucke, dass er sich entspannt und erstmal schön läuft und dass wir dann weiterarbeiten können. Zwischendurch wird natürlich immer mal wieder eine Schrittpause gemacht, damit er sich ein bisschen entspannen kann. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ja, genau, die haben wir da auch kurz gemacht. Also, man sieht deutlich, dass er auf dieser Hand jetzt nicht ganz so entspannt ist. Da hat er zwar gerade den Kopf ein bisschen runtergenommen, aber ja, auf der Hand, mit der ich eigentlich immer anfange und mit der ich auch immer aufhöre, weil sie halt besser ist, ja, läuft er wesentlich entspannter, mehr Kopf runter und läuft auch besser im Galopp. Das ist einfach so seine Favoritenhand. Und ja, da muss ich eben auch immer mal wieder ein bisschen mehr mit der Longe rangehen und naja, Longe. Das, was ich mir da zusammengebastelt habe. Weil meine richtige Longe habe ich noch bei Minzer und die steht ja woanders. Deswegen, ja, das habe ich ein bisschen verpeilt, aber gut. Dann habe ich ihn auch schon das erste Mal angaloppiert. Das erste Mal angaloppieren ist meist ein bisschen mühsam und auch nur sehr kurz, aber ja, das wird dann besser von Mal zu Mal. Und ich lasse ihn danach immer ein bisschen entspannen und gucke halt, dass er wieder ordentlich läuft, bevor ich ihn wieder angaloppiere. Und ja, wie gesagt, ist halt ein bisschen mühsam am Anfang immer, aber auf der Dauer. Ja, geht das dann schon. Da ist er jetzt gerade gut gelaufen und dann habe ich auch aufgehört. Erstmal und ihm eine kleine Trabpause gegönnt und damit er auch merkt, dass er es richtig gemacht hat. Da lief er jetzt sehr, sehr schön und deswegen habe ich ihn da jetzt auch gleich nochmal angaloppiert. Und ja, da hatte er dann schon ein bisschen mehr Power und ist mit etwas mehr Enthusiasmus angesprungen. Aber ja, genau, nach dem Galopp ist er halt meistens ein bisschen schneller, aber ja, da ist er soweit eigentlich ganz schön gelaufen und ich galoppiere ihn immer zu dieser Seite an und nicht zur offenen Seite, weil wenn ich ihn zur offenen Seite angaloppiere, quasi hier runter, ja, hatte ich ein bisschen Angst, dass er mir da flöten geht. Ja, ist zum Glück nicht passiert und ich glaube, er würde es auch nicht mehr machen. Wie gesagt, früher wäre er mir jetzt schon längst weg gewesen. Also von dem her haben wir schon Fortschritte gemacht und ich bin eigentlich auch ganz stolz drauf. Ja, er sieht halt nicht so den Sinn im Longieren und das ist, wenn Tiggi in etwas keinen Sinn sieht, dann macht er es auch nicht gerne und er ist halt einfach immer noch ein Pony und ja, da wollte er gerade zu mir kommen. Ich habe das ihm aber verboten, weil ich ihn ja nicht selbst zu mir holen wollte. Und ja, wenn er das einfach entscheidet, geht das natürlich nicht. Da gab es dann auch mal wieder eine kleine Schrittpause und dann habe ich ihn auch wieder angetrabt und hier lief er jetzt auch wieder sehr, sehr schön und entspannt. Das ist meistens, wenn er dann kurz Pause gemacht hat, läuft er wieder richtig gut, nimmt den Kopf runter und dann habe ich ihn auch wieder angaloppiert. Ja, die Runde war wirklich sehr, sehr gut. Es ist halt schwierig, ihn auf so einem Zirkel die ganze Zeit im Galopp zu halten, eben weil er schon fast 30 ist. Und dann möchte ich ihn jetzt auch nicht die ganze Zeit zwingend im Galopp halten, wenn er das einfach nicht halten kann oder nicht mehr halten kann. Und dann lasse ich ihn auch durchparieren, wenn ich sehe, dass das für ihn gar nicht mehr geht oder so. Also ich gucke auch, wenn er dann zu doll schwitzt oder so, dass wir dann noch aufhören. Je nachdem, an dem Tag war es sehr, sehr kühl, wie man sieht. Ich hatte eine lange Hose an. Ja, deswegen habe ich das auch gleich mal ein bisschen genutzt und bin dann da aufs Stoppelfeld gegangen. Hier hat er jetzt auch wieder schön den Kopf runtergenommen. Und ja, deswegen, also ich mache das auch immer so ein bisschen vom Wetter abhängig. Und ja, da lief er aber wirklich sehr, sehr gut den Tag zuvor auch schon. Und deswegen habe ich ihn jetzt auch zu mir geholt und ihn kurz gelobt und eine Pause gegönnt.
Das ist was, das mache ich eigentlich nicht so oft, meistens nur einmal so im Training, dass ich ihn wirklich im Galopp zu mir hole und mich dann eben bücke. Das hat er gelernt, dass wenn ich mich bücke, dass er dann zu mir kommt. Das mache ich aufgrund dessen einfach nur einmal, dass es nicht so gut ist, wenn er so abrupt stoppt. Aber ich möchte einfach ein bisschen seine Aufmerksamkeit kriegen und mache das deswegen manchmal. Ja, hier ist er dann wieder sehr, sehr schön gelaufen und dann habe ich ihn auch nochmal angaloppiert und da hat er auch eigentlich ziemlich viel Speed drauf. Und ist da recht schön gelaufen. Ja, da muss ich ihn leider ein bisschen reinziehen, weil er sehr nach außen gezogen hat. Und das geht natürlich nicht. Ja, das hat mich echt sehr, sehr gewundert, dass er da so souverän die Runden gelaufen ist. Weil, wie gesagt, normalerweise gucke ich halt immer, dass ich so eine halbe Runde galoppiere. Und dann ist auch gut, weil so viel Biegen oben ist vielleicht nicht immer so gut. Gerade in seinem Alter. Und ja, dann habe ich ihn nochmal kurz angaloppiert. Und auch da ist er wieder sehr, sehr schön gelaufen. Also Richtung Ende, wenn er dann wirklich so gut läuft, dann machen wir in der Regel auch Schluss. Und ja. So, das war dann wirklich der letzte Galopp und da habe ich ihn auch nochmal zu mir geholt im Galopp. Hier seht ihr das nochmal von einer anderen Perspektive. Ja, hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und dann waren wir auch fertig. Natürlich sind wir noch quasi trocken gelaufen. Er hat jetzt nicht wirklich geschwitzt. Aber wir sind dann natürlich zurück zum Hof gelaufen und ja, das quasi so als Abschwitzprogramm, wenn man das so sagt. Und ja, dann waren wir auch fertig und ich glaube, der Schatz war doch ganz schön fertig, auch wenn es nicht ganz so warm war, aber ja. So, das musste ich euch jetzt doch nochmal zum Ende reinschneiden. Das war zwischendurch. Wir machen das manchmal, dass wir zwischen der Longe, weil er das ja auch nicht ganz so gerne mag, auch nochmal so ein bisschen sozusagen fangen spielen und so ein bisschen zusammenrennen. Das mache ich auch immer ganz gerne mit ihm. Und ja, hier sozusagen quasi fangen spielen, so nennen wir das zumindest. Und ja, das haben wir dann auch noch kurz gemacht. Seitwärts gegangen sind wir dann auch noch kurz ein bisschen. Und der standardmäßige spanische Schritt darf auch nicht fehlen. Ja, Pony war, wie man sieht, ein bisschen müde, weil so viel Programm mache ich gerade im Sommer halt nicht jeden Tag mit ihm. Er hat jetzt nicht groß geschwitzt, zum Glück. Darauf achte ich immer sehr, aber ja, das war dann halt schon mal ein bisschen mehr, als wir sonst immer machen. Und gerade im Sommer mache ich halt echt nicht viel mit ihm und da war es halt schön kühl, ganz nach meinem Geschmack, oder ganz nach unserem Geschmack. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video und ein, ja, immer noch gähnender Tigi. Und ja. Ich würde sagen, es war ein bisschen anderes Video als sonst mit vielen Kommentaren von mir. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Tschö, tschö!